Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Predigt heute hat eine etwas andere Form. Es geht heute um diesen großartigen kurzen Satz aus dem ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe. Ich möchte mich heute diesen drei Wörtern nicht mit irgendwelchen Erklärungen und Beschreibungen nähern, sondern mit Liedern. Es gibt wohl kein anderes Thema, über das im Lauf der Menschheitsgeschichte so viele Gedichte geschrieben und Lieder gesungen wurden, wie die Liebe. Die Liebe beschäftigt uns. Die Liebe bewegt uns. Wenn wir das Radio einschalten oder uns eine Playlist auf Spotify anhören, dann begegnen uns vor allem Liebeslieder. Da geht es natürlich nicht um diesen Satz aus der Bibel, Gott ist Liebe. Es geht normalerweise um menschliche Liebe. Es geht um die menschliche Liebe zwischen zwei Personen. Aber ich denke, in all dem leuchtet immer auch etwas auf von dieser göttlichen Liebe. Natürlich nur ansatzweise und bruchstückhaft. Aber trotzdem, wenn Gott Liebe ist, dann muss in jeder menschlichen Liebe auch ein bisschen etwas von dieser göttlichen Liebe, von dem Gott, der die Liebe in Person ist, aufleuchten. Ich habe euch heute ein paar Liebeslieder mitgebracht und lade euch ein, in diesen weltlichen Liedern über die Liebe auch etwas zu entdecken über die Liebe Gottes. Zum Ersten. Eines der bekanntesten Lieder der Beatles ist All You Need Is Love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Unzählige Male wird in diesem Lied die Hauptaussage wiederholt. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Liebe ist alles, was du brauchst. Das Lied wurde 1967 geschrieben und veröffentlicht und es spiegelt so etwas die Sehnsucht der damaligen Jugend nach Frieden und nach Liebe wider. Auch im Deutschen gibt es von der Aussage her ein ähnliches Lied, und zwar von der Band Rosenstolz. Liebe ist alles. Es ist dabei kein Liebeslied, das sich nach Frieden sehnt, sondern ein ganz normales Liebeslied. Eine Liebe zwischen zwei Menschen. Aber auch hier steht die Liebe im Zentrum. Und es wird gesagt, die Liebe ist das Wichtigste. Sie ist alles. In diesem Lied von Rosenstolz heißt es unter anderem, hast du nur noch einen Tag, nur eine Nacht, dann lass es Liebe sein. Hast du nur noch eine Frage, die ich nie zu fragen wage, dann lass es Liebe sein. Das ist alles, was wir brauchen. Noch viel mehr als große Worte. Lass das alles hinter dir. Fang nochmal von vorne an. Denn Liebe ist alles. Alles, was wir brauchen. Tja, eigentlich könnte man das ganz gut auch aus biblischer Sicht sagen. Johannes fasst das in seinem Brief kurz und prägnant zusammen. Gott ist Liebe. Und damit ist eigentlich alles Wichtige gesagt. Alles, was wir brauchen. Die Liebe. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Da braucht man keine großen Worte machen. Liebe ist alles. Und das sieht ja auch Jesus selbst so. Er fasst die ganze Bibel in einem Doppelgebot zusammen. Wir sollen Gott, unseren Herrn, von Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Also auch die Bibel meint das so. Liebe ist alles. Alles, was wir brauchen. Ein zweites Lied, Das Beste von Silbermond. Es war der erste Nummer-1-Hit der deutschen Band Silbermond. Das Lied beginnt mit den Zeilen, ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll und mit keinem Geld der Welt zu bezahlen.
Im Refrain heißt es dann: Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich vergesse den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Auch da könnten wir aus biblischer Sicht gut sagen, dass wir das über Gott, über Jesus singen könnten. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Und so manche Lobpreislieder klingen ja auch ganz ähnlich. Wer wirklich erlebt, dass er von Gott bedingungslos geliebt wird, der sieht die Welt mit anderen Augen. In dem Lied wird sehr schön ein Aspekt deutlich, den auch der erste Johannesbrief beschreibt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, sagt Johannes. Silbermond singt davon, dass es gut tut, geliebt zu werden. Und es ist tatsächlich so, wer geliebt wird, der tut sich leichter damit, andere zu lieben. Die Bibel sagt, Gott hat uns zuerst geliebt und darum können wir diese Liebe auch erwidern. Wer weiß, dass er unendlich und bedingungslos geliebt ist, der kann auch selbst Gott, seinen Nächsten und sich selbst von ganzem Herzen lieben. Ein drittes Lied, K.O. von dem deutschen Künstler Montez. Ich mag ja die Sendung Sing meinen Song. Ich weiß, da geht es immer auch um viel Kommerz und um Vermarktung von neuen Liedern. Da wird in der Inszenierung oft auf die Tränendrüse gedrückt. Aber es geht tatsächlich in erster Linie um die Künstler und Künstlerinnen und um ihre Musik, ihre Lieder. Und es wird in der Sendung auch immer sehr viel Wertschätzung für die Musik des anderen deutlich. Am vergangenen Dienstag ging es in der Sendung um Lieder von Johannes Oerding. Ein anderer Künstler, Montez, hat ein Liebeslied von Oerding umgeschrieben und daraus ein Lied für seinen Vater gemacht. Er hat dann dieses Liebeslied mit so viel Inbrunst und Hingabe gesungen, dass alle anderen Künstler und Künstlerinnen beim Zuhören in Tränen ausgebrochen sind. Ich selbst habe auch eine Träne verdrückt. In den Bildern eines Boxkampfes beschreibt er liebevoll seinen Vater. Durch schwere Zeiten und Rückschläge hindurch hat sein Vater nie aufgegeben. Er ist immer wieder auf die Beine gekommen, neu in den Ring gestiegen. Im Refrain singt Montez dann, denn du gehst nie K.O. Du gehst nie K.O. Mich erinnert dieses Lied an die Treue Gottes. Seine Liebe ist nicht begrenzt durch meine Fehler oder Schwächen. Seine Liebe zu uns geht nie K.O. So ähnlich beschreibt es die Bibel zum Beispiel in Klagelieder 3, Vers 22 und 23. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Deine Treue ist groß. Jeden Morgen neu. Gottes Treue, die uns begegnet. Das Lied von Montez erinnert mich auch daran, dass Gott für mich der perfekte Vater ist, viel mehr als ein irdischer Vater es sein kann. Bei ihm, bei Gott, ist es wirklich so, dass er nie K.O. geht, dass er immer da ist, dass er mit uns durch dick und dünn geht, dass er für uns sorgt und uns hilft, den richtigen Weg zu finden. Wir als irdische Väter und Mütter versagen immer wieder darin, aber Gott nicht. Er geht nie K.O. Und ein viertes Lied, dieses Mal von Johannes Oerding, 1:1 Gespräch.
In derselben Sendung am vergangenen Dienstag präsentierte Johannes Oerding ein neues Lied von ihm mit dem Titel 1:1 Gespräch. Auch das ist ein Liebeslied an seinen Vater. Und wie so manche Männer, auch ich, tut er sich schwer, seine Gefühle gegenüber dem Vater oder gegenüber anderen in einem 1:1 Gespräch auszudrücken. Deswegen hat er dieses Lied für seinen Vater geschrieben. Er singt nicht direkt von der Liebe zu seinem Vater, sondern er schildert auf liebevolle Weise seinen Vater und seine Erlebnisse mit ihm, die schönen, aber auch die schwierigen Erinnerungen. In jeder Zeile spürt man ihm innerlich diese Liebe, den Respekt zu seinem Vater an. Am Ende heißt es dann: Ich singe hier auch für meine Brüder und Schwestern. Er hat noch Geschwister. Und nicht allein für mich. Denn wir sind uns alle einig. Du hast uns ganz gut groß gekriegt. Und kein Zweifel, wenn es sein muss, kriegst du uns auch wieder klein. Doch ich war, ich bin, ich bleibe froh, eins deiner Kinder zu sein. Ich schreibe diese Zeilen verpackt in einem Lied, weil dieses 1:1 Gespräch uns beiden einfach nicht liegt. Auch das finde ich ein wunderbares Liebeslied. Und es wird darin auch in einer sehr schönen Weise eine Eigenschaft der biblischen Liebe deutlich. Johannes Oerding hat die Liebe seines Vaters nicht so sehr in großen Worten und Gefühlen erlebt, sondern eher in den praktischen Taten, in dem einfach Dasein seines Vaters, in der Treue seines Vaters, die unerschütterlich ist. Und das ist auch ein Kennzeichen der biblischen Liebe. Es geht weniger um die ganz großen Gefühle und Worte, sondern sehr viel mehr um das praktische Dasein, das praktische Leben und Handeln. Das wird zum Beispiel auch in Vers 20 von unserem Bibeltext deutlich. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Ja, es ist sehr leicht zu sagen, ich liebe Gott. Es ist leicht, ein Theoretiker der Liebe zu sein. Und solche Menschen gab es wohl im Umfeld der Gemeinde, an die der Brief gerichtet ist, auch Christen, die mit großen Worten ihre Erkenntnis Gottes gerühmt haben, die mit ihrem tiefen Wissen um das Wesen Gottes geprahlt haben. Aber ja, es ist leicht, von Liebe zu reden. Viel schwieriger ist es, Liebe im ganz konkreten Miteinander mit anderen Menschen auch praktisch zu leben. Deswegen betont es Johannes so sehr: Wenn wir davon reden, Gott zu lieben, den wir nicht sehen können, dann muss sich das auch zeigen in der Liebe zu den Brüdern und Schwestern, die wir ganz konkret sehen können und vor uns haben. Und da reichen schöne Worte und Gefühle nicht. Da geht es um Menschen, die in Fleisch und Blut vor mir stehen. Das sind ganz praktische Taten der Liebe gefordert. Biblische Liebe bleibt nicht eine abstrakte Liebe gegenüber einem unsichtbaren Gott. Biblische Liebe zeigt sich immer auch im konkreten Leben mit anderen Menschen. Darum, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen.